Hallo und herzlich willkommen zu den beiden. Hier ist er. Hier ist er. Heute machen wir mal ein gechilltes Unboxing. Wir hatten noch. Tschüss, Digga. Wir hatten noch nie ein Unboxing. Hier wird eine Lichterkette drin sein, eine LED-Lichterkette. Ich zeig auch nachher, wie wir dran kommen. Willst du die auch machen oder soll ich die auch machen? Mir egal. Oder ich mach ein bisschen ab und du dann den Rest. Ja, das ist gut. Haben wir gehäfft von dem Band, damit es fair ist, weißt du? Na, das ist ja irgendwie so schön. Tschüss, Digga, du hast es kaputt gemacht. Das ist ein Moment. Ja, vor allem zeigt die Schere zu meiner Richtung. Genau, so sieht das aus. Ja. Ja, was haben wir hier alles? Wir haben hier schon mal. Ein Kabel, Stromkabel. Damit erzeugt man Strom. Genau. Nein. Damit aber guck mal, die sieht anders aus als die. Naja. Also dieselbe Größe hat es. Hm. Kannst du mal kurz in die Kamera zeigen? Also. Das hier ist eine andere Fernbedienung von einer anderen LED und das ist jetzt die neue Fernbedienung. Aber hier ist so eine Folie drauf. Ne? War das nicht hier auch? Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, trotzdem ist die, ey, die ist viel besser in der Hand. Finde ich. Die glänzt auch viel mehr. Ja, die glänzt auch mehr. Kein. Hier. Das ist diese Fernbedienung. Wie sie uns einfach hypt. Das hier ist die neue. Und die glänzt viel mehr als die hier. Weil die glänzt null. Und die glänzt. Das ist. Gut. Oh, Junge. Haben wir hier noch. Was wir jetzt haben, Kabel, das verbindet man hier mit dem Strom. Hier ist dann die LED-Kette. Ja. 5 Meter lang. Ja, 5 Meter. Ich kann mal ganz kurz zeigen, jetzt kurz. Kleinen Augenblick. Wir haben hier nämlich so eine. Aua! So eine Fernsehwand praktisch. Und die soll dann hier so rüber praktisch an den Seiten lang. Das kommt jetzt bestimmt sehr gut, wenn das da steht. Hashtag Werbung und Flieg. Ja, ist das scheiße? Was? Das? Na, was ist hier die andere LED-Beleuchtung, von der wir eben die Bedienung hatten, ne? Mhm. Jedenfalls lässt er die Kette dann hier noch so rüber. Dann hier praktisch wieder runter an dieser Seite. Und hier bis zu diesem, wo durchgebohrt ist. Ja, dann würde ich sagen, ist das eigentlich gut, dass wir das jetzt haben. Vielleicht machen wir nächste Woche sogar noch ein Video, wo wir das dran bauen. Aber ich glaube nicht, dass wir das alleine schaffen werden. Weil wir zu dumm dafür sind. Entweder, da ist ja so ein Klebestreifen drunter. Mhm. Entweder wir machen das oder ich packe noch Reißzwecken. Na, davon geht das doch kaputt. Oder? Das Holz, ja, die nicht unbedingt. Aber dadurch, dass es ja Holz ist, denke ich mal, dass es besser wäre, das zu kleben, anstatt das mit Reißzwecken dran zu machen. Dann würde ich sagen, vielleicht machen wir sogar noch ein extra Video, wo wir das Teil dran bauen. Wenn wir nicht zu dumm dafür sind, ne? Ja, wir machen das heute nicht. Ja, das war's dann. Aber ich würde euch nur ganz kurz, bevor wir das Video beenden, nur eine Minute ungefähr, ich würde euch empfehlen, dass ihr, bevor ihr die dran baut, dass ihr die quasi auslegt, damit die nicht so geknickt oder beziehungsweise gerollt ist, damit die sich gerade macht. Verstehst du? Mhm. Das wäre vielleicht besser, das empfehle ich euch noch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, habe ich recht? Ja. Tschüss! Tschüss! Ey, übrigens, ne? Ja. Ich hatte auch mal so eine, ne? Ja.
so eine Dings, ja. So eine LED-Kette. Ja. Aber bei mir ist das fast weggebrannt. Was? Als ob? Doch.